Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mythisch Plus Dungeon mit Tolrock als Tank. In Pinzerzickig mit Right 10. Wir machen Hölsch, wir machen nicht ganz so viel. Also den fetten Bären würde ich noch weglassen. In der Hoffnung, dass ihn kein anderer versucht wird gerade zu trollen. Wir müssen hier ein bisschen von den Leuten wegkommen. Ja, hat einer KR gezogen. Der erste ist schon tot. Perfekt. So muss das laufen. Weil der KR gezogen hat, ist auch gestorben. Ja. Bären würde ich ungern mit den anderen Trash verbinden. Ist halt so. Weil da haben wir leider echt nur schlechte Erfahrungen. Auch damals schon. In den Mythic Plus Dungeon von BFA wollte ich jetzt sagen. Nein, Legion. Da war es eher so semi-gut, dass die dabei waren. Wenn es gleich ein bisschen mehr zusammenkommt, das ist nicht das Problem. Aber hier will ich noch auf Nummer sicher gehen, gerade auch mit diesem schönen Grand. Ne? Gerade deswegen auch. 3, 2, 1. Stopp jetzt so an. Die wollen wir eh mit. Das kann ich ja auch mitnehmen. Den nehmen wir noch mit. Das ist auch klar. Schön unterbrechen. So, Highlight war gerade wahrscheinlich kurz an mir zweifelt, aber ja, was soll ich sagen? Geht doch. So, die will ich mitnehmen. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Da kommt noch das Knöpfchen mit an. Okay, Französisch, ich nicht verstehen. Französisch, es tut mir leid. Genau. Fokus ein. Okay, das war jetzt vielleicht dumm, nur mit halbem Leben da reinzurennen. Heiler. Einmal Vollgas, bitte. Danke. 3, 2, 1. Wittere den Albtraum in eurem Blut. Verschwindet aus diesem Wald oder spürt den Zorn der Natur. So, danach warte ich erstmal kurz ab, dass Gruppenmitglieder auch wirklich alle da sind. Meine Set ein bisschen ab sind. Weil sonst bringt das nichts. Kurz warten, heiler Mana. Feier! Ihr seid es also, die diese Wälder mit dem Albtraum vergiften. Ich spüre einen mächtigen Druiden unter euch. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Ich bin das Instrument des Zorns der Natur! Was führt ihr da in der Hand, Druide? Eigentlich nur meine normale Waffe. Okay, wir können Gott sei Dank nicht raufgekickt werden, das war eben meine Sorge. Aber das funktioniert nicht. Ihr seid mit den großen Heilkräften gesehen. Am Ende werde ich euch alle zerreißen.
Das ist gut, dass er mich rausgebracht hat, da ist nicht der Masse. Gehen wir noch ein bisschen weiter, die müssen sich um die Erz kümmern. Im Normalfall. Endet an der Schwelle des Albtraums. Schweigt, dämmerlicher Wicht! Öffnet euren Mund erneut und es wird ein Schrei nach Gnade sein. Okay, dann nehme ich jetzt mit bis hierhin. 3, 2, 1. Ich weiß, es war jetzt sehr ungünstig, das in die Richtung zu ziehen, aber ich musste weg da. So, bevor die jetzt da in den nächsten Volk läuft, machen wir den mal eben so. Wie tot ist, pull ich auf jeden Fall die nächsten. 3, 2, 1. Weil die sind ja quasi schon tot. So. Auf jeden Fall besser als der immer grüne Floor, den wir letztens gemacht haben auf Stufe 13. Bis jetzt. Wir haben auch erst einen Toten. Eventuell predikte ich, dass wir gleich noch einen zweiten Toten haben, aber mehr auch nicht, hoffentlich. Hoffentlich. Und wenn die Pilze da weg sind, dann schleiche ich mich mal da durch zur nächsten Gerade schon. So. Ein Nackenklatscher für sie. Gerne dein Speer werfen. Aber das wird dir auch nicht helfen. Weil du jetzt stirbst. So. Alle anderen auch weg. Hier würde ich allerdings sehr vorsichtig pullen. Mal den hier. Maximal den zweiten. Okay, hier wurde ein Ritter dazu gerufen. Und der vierte folgt und der fünfte kommt auch. Sehr schön. Und den Kreislauf verbrauchen. Was ist mal gerade schon mal? Ich habe irgendwie auch manchmal das Gefühl, dass ich in der einen oder anderen Bärenform mehr Schaden platziere als in der anderen. Nennt mich dumm, aber ich habe so manchmal echt das Gefühl. Jetzt war ich dumm, jetzt habe ich natürlich nicht auf das Mana geachtet. Einmal. Euch werde ich entwurzeln. Aber beim Boss selbst brauche ich nicht ganz so viel Heilung. Aus euch mache ich Kleinholz. 3, 2, 1.
wird hier schon viel zu lange wurzeln. Ja, das macht doch nichts. Das ist so vollkommen in Ordnung. Wir sind doch gerne bei dir. Und sagen dir, dass du gerne mal auf Holzplatz klopfen sollst. 3, 2, 1. Hätte ich doch besser vorher auf Holz geklopft. So, hier müssen wir auch wieder sehr vorsichtig sein. Eine Schande! Ihr kam zu weit, nur um durch Xavius Hand zu sterben! Leere Drohungen! Ihr habt keine Macht über diese Welt, Albtraumfürst! One. Gewagte Worte für einen Gefangenen, der von dem bloßen Echo meiner Macht überwältigt. Also ich habe heute erst, auch in der letzten Instanz schon, war das alles aktuell. Das Add-on, aber das Add-on veräppelt mich. Geht der Fackel dahin? Ja, ist okay. Das ist nicht okay. 3, 2, 1. Das ist okay. Schnell durch, ohne den großen zu pullen. Mal alle drin. So, kurz mal noch. Mana. Wir gehen mal nach hier einfach. Weil dem Odin kann ich dann ausweichen. 3, 2, 1. Okay, das kann man geschickter anstellen, das weiß ich. Gegner kümmern. Läuft auf jeden Fall bedeutend besser. Wie gesagt, das andere war ja richtig Katastrophe der Stufe 16, ne? Ziel wechseln, schön auf mir zwei. 3, 2, 1. Schön auf die gehen. Weil hier ist zum Beispiel kein Bolzwing mit dabei. Gott sei Dank. Also ich brauche definitiv mehr Ausrüstung für die höheren Instanzen, weil mit den 13ern komme ich schon an mein Limit. Ich hab nochmal ein bisschen aufgepustet mit den Sachen, die ich bekommen hab. Gar keine Frage.
aber es geht halt immer besser. Wenn mein Equipmentstand dann mal richtig gut ist, dann kann man besser. Ich guck mal, dass ich jetzt die nächsten paar Tage erstmal noch halbwegs kleinere Zehner und sowas mache, damit ich die mindestens die Champion-Sachen überall habe. Da werde ich mir auch wieder raussuchen, wo muss ich genau rein, damit ich diese Sachen halt bekomme. Weil es ist mit den alten Sachen definitiv noch ein Krampf, auch wenn wir hier noch ein, ne, wir haben den nur den 2-Set-Bonus von dem aktuellen Set. Und uns fehlt da noch ein viertes Teil. Was macht ihr da? Wollt ihr mich zum Lachen? Deswegen kann ich alles andere, was ich jetzt schrottig habe, eigentlich austauschen. Was ich aber erstmal mit den normalen, mit den Trainer-Sachen machen soll. Da erstmal kack auf die Wertung, da kommt es dann erstmal auf das Equipment an. Damit ich halt in den höheren, so wie jetzt hier, auch nicht die ganze Zeit einen aufgeschlossen habe. 3, 2, 1. Der größte Nachteil ist im Moment ja leider wirklich hier der Trash. Normalerweise die Bosskämpfe in den höheren Instanzen bei Tyrannis sind absolut kein Problem. So viel hauen die mir dann nicht rein. Der Trash ist meistens das Problem. Der Trash woche mehr als natürlich nicht in der Trash woche. Ich will so mindestens auf 1000 Punkte hat er hier nochmal kommen. Und ich brauche viel mehr Tempo-Vielseitigkeit, weil da habe ich definitiv zu wenig. 35% Tempo, 35% Vielseitigkeit. Ich habe noch zu viel Crit, aber ich habe halt so eine Waffe bekommen. Was soll ich machen, ne? Dieser Gegner war lediglich. Wir haben jeweils wieder was bekommen. Das heißt für mich wieder nichts außer Spesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben es geschafft. Wir sehen uns in der nächsten Instanz wieder. Bis dann. Ciao.